Abend aus Bad Blumau. Heute berichte ich aus einem Vortrag von Dr. Helmut Burtscher-Schaden, der das Buch Die Akte Glyphosat Top Secret verfasst hat. Schauen wir mal, was uns erwartet und welche Informationen daherkommen. Einnehmer oder Leute in der Bevölkerung fragen sich, warum ist Bad Blumau nicht dabei bei diesen 600 Gemeinden? Ich habe jetzt den Wolfgang Seidel bei mir. Hallo Wolfgang, hallo. Du bist der Initiator des heutigen Vortrages hier. Was hat dich dazu bewogen, diesen zu organisieren? Bewogen haben sich auf jeden Fall diese Studien, die jetzt in den letzten Jahren bei Glyphosat aufgetreten sind und auch Berichte, zum Beispiel meine Schwester war jetzt lange Zeit auf Weltreise in Südamerika und die hat auch immer wieder berichtet von diesen extremen, wie es da speziell in Argentinien zugeht, auch Krankheiten, Missbildungen wegen Glyphosat, und das hat mich eigentlich bewogen, auch in der Gemeinde was zu bewirken. Wolfgang, wie schaut es momentan eigentlich in der Gemeinde Bad Blumau mit Glyphosat aus? Ja, wir wollten ja die Gemeinde dazu animieren, glyphosatfrei zu werden. Nach zweimal, wo wir die Gemeinde und den Bürgermeister kontaktiert haben, ist immer eine negative Antwort zurückgekommen. Sie wollen das nicht. In Europa war es geschrieben, dass nämlich die US-Behörde nach. Hat die Kommunalpolitik deines Wissens die Möglichkeit, hier, nachdem sie kein gesetzgebendes Organ in der Verfassung ist, hier etwas wirklich zu bewirken? Zu bewirken nicht, aber sie können mal eine Vorbildwirkung sein. Also es beginnt immer im Kleinen, die sich dann noch aus und aus ausbreitet, und da kann die Gemeinde Blumau auch als Tourismusgemeinde Vorreiter sein und dort Zeichen setzen. Es gibt ja genug Gemeinden rundherum. Sofort.